mein Mann, meine Damen und Herren, herzlich willkommen mal wieder auf dem gelben Sofa. Heute habe ich mal endlich wieder nach langer, langer Zeit einen Sportler eingeladen, der sehr, sehr viel erreicht hat in seinem Leben und der auch noch andere Sportarten betrieben hat, wo er auch sehr erfolgreich war. Aber in der Hauptsportart, die er ausgeübt hat, wo er Profi war, das war im Fußballbereich. Und diejenigen Damen und Herren, die ein bisschen von der Bundesliga ein bisschen was wissen, die werden ihn sicherlich kennen. Und ich möchte ihn gerne vorstellen und ihn begrüßen, Peter Karg, ehemals Eintracht Braunschweig. Peter, moin. Moin, danke. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Du bist ja jetzt Gott sei Dank in Kiel ansässig. Ja, seit 4 Jahren schon. Seit 4 Jahren schon? Ja, ja. Aha. Ja, und vorher war Neumünster, ne? Vorher war Neumünster und davor 10 Jahre Braunschweig. Ja, gut, okay, prima. Das war aber eine andere Zeit. Aber da kommen wir ja auch noch drauf zu sprechen. Kommen wir noch zu sprechen. Peter, wir kommen auf den 28.04. Ja. 41. 41. Klein-Kummerfeld. Klein-Kummerfeld. Hört sich toll an. Ja. Das ist bei Neumünster. Das liegt südlich von Gardeland und Neumünster. Ja, Gardelands ja, Autobahnabfahrt. Ja. Ne? Und ja, wir und meine Eltern haben einen großen Bauernhof da. Ah. Das heißt, mein Vater ist Spätheimkehrer aus Russland. Ja. Den habe ich die ersten Jahre gar nicht kennengelernt. Wie alt warst du da? Wie er kam, weißt du das? 5 oder 6. Hast du? Okay. Ja, 5 oder 6, ja. Ja. Ja, und der hat natürlich mich immer mit in Anspruch genommen. Ne? Da braucht man ja jede Hand. Ne? Ja. So, und ich wollte lieber Fußball spielen, bin immer abgehauen. Ja, aber war doch schön. Den Bauernhof habt ihr denn lange betrieben? Ja, der ist immer noch im Betrieb. Ach, immer noch im Betrieb. Mein Bruder ist 3 Jahre älter und der hat das übernommen. Ah ja. Und der Hof liegt direkt an der Stör. Das ist so ein kleiner Fluss. Das ist ideal, ne? Ja, das ist ideal, ja. Habt ihr ein Boot gehabt? Was haben wir da? Ein Boot? Nee, dazu war das Wasser zu flach. Ach, zu flach. Ja. Wir haben aber als Jungs in den Kurven, da wo das Wasser stand, ja, haben wir dann mit Spaten Löcher gebuddelt und dann, dass wir bis hier wenigstens baden konnten. So. Früher, ne? Ja. Und das Wasser war warm, weil das ja, stand. Ne? Ja, klar. Ja, aber gut, man muss sich zu helfen wissen. Ne? Naja, aber ich bin da ja nicht so lange geblieben, da auf dem Bauernhof. Ne? Ach so. Ja, Peter, wir kommen zur Schulzeit. Ja. Wo? Klein-Kummerfeld, denke ich, hatte keine Schule, oder? Doch, Klein-Kummerfeld hatte eine Schule. Oh. Da war aber von der 4. bis zur 8. Klasse alle in einem Raum mit einem Lehrer. Ui. Ja, das war so. Ja. Ja, ja, und ich bin dann von der Grundschule bin ich dann nach Neumünster gewechselt. Per Fahrrad jeden Tag bin ich da gefahren. Immer ja, 8 Kilometer hin, 8 Kilometer zurück. Und bin dann in der Mittelschule zur Schule gegangen. Ne? Aber das war nicht in Klein-Kummerfeld. Nein, das war in Neumünster. Ach, das war in Neumünster. Ja, ja. Wilhelm-Tank-Schule heißt ja, das ja, auf okay, Deutsch. Jetzt warst du ja Profifußballer, das wissen wir ja mittlerweile und das wissen ja auch sehr viele. Hast du sonst noch eine Leidenschaft gehabt in der Kindheit, außer Fußball, oder war Fußball stand ganz oben? Fußball stand ganz oben, weil mein 3 Jahre älterer Bruder, der hat ja auch liebend gern Fußball gespielt, am liebsten Torwart. Ja. Und wir haben dann zwischen den Obstbäumen im Garten haben wir uns gegenseitig die Kugel um die Ohren geschossen, bis dann wieder der Vater kam und sagt, Schluss, Feierabend. Ja, so. So. Ja, und mein Bruder ist dann mit 50 Jahren verstorben und der ist dann, also konnte keine Karriere machen. Er hatte Talent, unheimlich. Ja, ja, ne? Tatsächlich. Mhm. Ja, du hattest ja auch Talent. Ja, ich habe zum Torwart. Ich habe 3 Spiele im Tor gemacht in der Bundesliga. Ohne Gegentor. Ohne Gegentor, ja. Ja, gut, ja, da waren die Leute so schlecht, oder? Nee, ich habe alles weggehauen da. Ne? Ja. Ja. Ja, gut, aber das hast du nicht oft gemacht, oder? Ja, nur 3-mal. 3-mal? Ja, einmal eine halbe Stunde, das war in Duisburg. Ja. Wolter hatte eine Platzwunde am Kopf und dann kam der wieder, 5 Minuten vor Schluss, ja, und hat gleich eine Ecke und der Lauf haben wir 1-0 verloren. Puff. Ja. Ja, und dann gegen Hannover habe ich eine Viertelstunde im Tor gestanden bei uns. Ja. Und gegen München 60 auch 20 Minuten. Ja. Guter Tor. Ja, Jungfrau bin ich geblieben. Ja, ja, gut, ja, wunderbar. Ja. Sehr großartig. Peter, wann begann eigentlich so die Zeit, wo du gesagt hast, also Fußballer, das ist mein Ding, Fußballer möchte ich ganz gerne werden. Ja. Und wie alt warst du da, wie du die Entscheidung getroffen hast? Ja, also, das war noch im jugendlichen Alter. Ja, die WM, Deutschland wurde ja Weltmeister. Ja. Das hat uns alle, auch die jungen Männer, die da im Dorf waren, die hatten zwar wenig Ahnung vom Fußball, aber die waren auf einmal begeistert. Ne? Da warst du 14. Ja.
Ja, kann sein. Ja. 54 war das, ne? Das kann sein, ja. Ja. Kann sein. So, und dann haben wir jeden Tag und jeden Abend gebolzt auf dem Schulhof. Ja. Und die Leute, die zur Arbeit waren, die haben dann ihre Sachen weggeschmissen und haben dann mit uns Jüngeren Fußball gespielt am Schulhof. Ne? Ja, ja. Wir waren alle angefressen und angezapft. Fußball, Fußball. Ne? Ja, gut. Ja. Okay, das, ja, ja, das war natürlich dann dadurch einfach, hat, ja, war das ja ein Boom. Das, ne, war ein Boom, ja. Und ich denke einfach mal so in der Jugend, so, weil ich weiß ja, wie uns allen das ging. Es gab ja gar nicht, nach dem Krieg, gar nicht so viele Möglichkeiten, was zu machen. Da war Fußball einfach angesagt. Ja, ne? Ja. Und Schulhof hatten wir alle. Ne? Ja, 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 eben, ganz genau, so war das. Jetzt war Schule zu Ende. Kam jetzt erstmal Bundeswehr oder, nee, oder kam, nee, eine Lehre? Nee. Also ich habe erst eine Lehrstelle bekommen. Ja. Und zwar, das war eine Textilfirma. Marzian heißt das, hieß die damals, ja, in Neumünster. Und der Prokurist, der da was zu sagen hatte, der hat mich dann zu Gut Heil geholt. Ja. Von Gardeland weg zu Gut Heil. Und er hat gesagt, du hast eine Lehrstelle hier bei uns und wenn du Fußball spielen musst, kriegst du frei. Ja. Und das ist ja schon mal wichtig, ne? Denn es gibt ja genug Chefs, die sagen, der kommt hier nicht weg, der muss hier die Stunden machen, genau, und so weiter. Ja. Ne? So, und das war von Vorteil. Ich hatte bei Gut Heil Training zweimal die Woche und habe schon mit Älteren das Training da absolviert. Hab den Kopfballpendel kaputt gemacht. Nee. Ja. So gut? Ja. Immer Wurf, aus Rubel. Wurf. Ja, ja. Und der Balken oben, der wurde immer morscher. Auf was? Ja, ja, ja. So gut warst du? Ja, ja, war gut. Ja. Naja, du warst ein guter Abwehrspieler. Ja, ja. Du hast dann nicht die Bundeswehr gemacht? Später. Später? Ja, und zwar, das war dann in Braunschweig. Das ist sowieso eine Story. Ja, gut, kommen wir, also, noch wir mal kommen drauf. Jetzt erstmal, ja, Gut Heil. Ja. Und dann kam der Sprung nach Eintracht Braunschweig. Nee. Noch nicht? Nee, noch nicht. Noch nicht. Dann erzähl mal, was dann kam. Ja, wir haben im Gut Heil eine gute Jugendmannschaft gehabt. Ja. Und der größte Teil ist in die Herrenmannschaft übernommen worden. Ja. Und wir sind dann in der Saison gleich aufgestiegen und haben in der Landesliga gespielt. Ja. Und dann haben wir gegen VfR Amateure gespielt. Und da haben sie mich entdeckt. Und dann haben sie mir einen Vertrag angeboten, 60 Mark. Ja. Und Trainer Lukas war da Trainer. Ja. Und so bin ich unter die Profimannschaft gekommen. Ne? Ja. Ja, und das war eigentlich auch gut, weil das schon sehr früh war eigentlich. Und hab viel gelernt. Ne? Ja, und wir kommen jetzt mal zur Bundeswehr. Ja. Wann war das? Also dann war das immer in Neumünster. In Braunschweig, ja. Und das war also das Thema, das ist so blöde, ja, wie ich ziehe nach Braunschweig. Meine Freundin war noch in Neumünster. Das war aber Profi jetzt, ne? Ja, nee, ich hatte ja einen Vertrag bei Eintracht Braunschweig. Ja, genau, habe aber noch nicht gespielt, ja, weil die Mannschaft war im Urlaub am Schwarzen Meer und ich wurde von der Bundeswehr eingezogen. Oh. Ja, bevor ich richtig Luft geholt hatte, hatte ich einen Knobelbecher an da auf einmal. Oh, ne? Gott, oh Gott. Ja, das ist schlimm, ehrlich. Ja. Ja. Und okay, und das hat mich ein bisschen zurückgeworfen, weil meine Hacken immer kaputt waren von den Stiefeln, Blasen auf den Hacken. Meine Freundin und die jetzige Frau. Ja, ist auch da, herzlich willkommen. Ja, die hat dann die Stiefel immer zum Schuster gebracht, damit ich wieder heile Hacken in den Schuhen hatte. Ne? Ja. Das war eine Katastrophe. Und dann kamen meine Jungs aus dem Urlaub zurück. Da war Johansen Trainer. Oh. Ja. Und Helmut. Helmut, ja. Und dann haben die Spieße da bei uns in der Bundeswehr, das waren ja kleine Sadisten. Jeden Morgen wurde Post verlesen. Gefreiter Karg. Ah, sehe schon wieder Sonnenschein am Schwarzen Meer und so, ne? Hat er mich noch veralbert da immer, ne? Ja. Und ich stand da aber wie so ein Blöder. Ja, am liebsten wäre ich ja in die Gurke gegangen, ne? Ja. Naja, aber das war schnell vorbei. Ja, gut. Und dann kam ich, dann wurde ich eingezogen für die Bundeswehr-Nationalmannschaft Fußball. Ja. Und das war ja so ein Team, was in drei Ländern spielen musste. Das ist wie Champions League quasi. Ja. Da haben wir in Paris gespielt und dann haben wir in Antwerpen gespielt. Und dann kamen die Rückspiele. Und da war ich natürlich in meinem Element. Ja. Und kriegte da auch schön Urlaub. Und ein Major Kuhlau hieß der, glaube ich,
Der war in der Sportschule in weiß gar nicht, wie hieß die da, wo unser Trainer jetzt auch gerade ist, da. Schon in der Sportschule, ja, jedenfalls, in der Nähe von Köln. Ja, ja. So, und der hat dann gefragt, ich sag, was ist denn hier, die Soldaten, die hier alle sind, die trainieren alle. Und wir trainieren überhaupt nicht. Ja. Ich habe kein frei zum Training gekriegt von unserem Spießel. Der war völlig unsportlich. Ne? Ja. Und dann hat der gesagt, gefreiter Karg, Sie haben in 2 Tagen einen Brief, wer ist denn Ihr Chef, Ihr Spieß und so weiter. Und dann hat er die fertig gemacht, dass sie mir keinen freigegeben haben. Ja. Hier, die ganzen Dortmunder und Schalker Spieler, die haben jeden Tag trainiert. Die haben überhaupt keinen Dienst gemacht bei den Soldaten. Ja. Tja, und dann mussten die mir um 14 Uhr freigeben. Und morgens um 7 musste ich dann zum Appell da sein. Ich habe dann in der Geschäftsstelle hatte ich zu tun, Urlaubskartei und Krankenberichte und so weiter. Und dann haben die dann mich da also quasi festgehalten. Ja. Und um 14 Uhr konnte ich dann abhauen zum Training, endlich. Und dann war ich Heimschläfer. Oh. Ja, ne? Da hat er befohlen, dass ich zu Hause richtig in meinem richtigen Bett schlafen kann. Ja, ne? Ja, so. Ja, und das fand ich so toll von dem. Mhm. Und aber okay, das. So war es dann. Also. Bundeswehr war zu Ende. Jetzt warst du noch bei Braunschweig, ne? Ja, ja. Und in welcher Liga spielten die damals denn? Braunschweig ist ja? Doch. Wie du da angefangen bist, meine ich. Ja, ich bin ja, die haben mich ja gekauft quasi. Ja. Ja. Und ich hatte ja Angebote von Holstein Kiel, von Braunschweig, von Hannover und von, schlag mich tot, alle. Ja. Die da oben mitmischen, weil alle wollten unbedingt die dritte Mannschaft werden, die in die Bundesliga kommt. Ach so, ja. Nee? Und, ja, und Braunschweig hat es da geschafft. Ja. Die wurden Meister im Regionalliga-Jahr und waren dadurch prädestiniert für die Bundesliga. So, und das war natürlich in meinem Sinne auch, ne? Deswegen, das war 63, bin ich, deswegen, ne? Bin ich da ja hingegangen, ne? Ja, ja, klar. Ja, ja, und ansonsten Training normal. Ja. Wir haben immer im Sommer bei Johansen barfuß trainiert. Ach, was? Schön auf dem Rasenplatz. Oh. Ja, ne? Damit die Füße sich mal erholen konnten, richtig, ne? Ja. Peter, kannst du dich, das ist für mich jetzt ganz interessant, kannst du dich an das erste Bundesligaspiel erinnern? Ja. Und nicht wann das war, das ist egal, aber gegen wen? Ja, 1860 München, in München 1-1 haben wir da gespielt. Aha. Ja, und ich habe gegen Brunnenmeier gespielt da. Das war ja Nationalspieler. Oh. Ne? Ja, Nationalspieler. Ja, ja. 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 Nee. Warst du denn schon gleich in der ersten Spielzeit bei Braunschweig in der Bundesliga Stammspieler oder warst du Auswechselspieler oder gleich Stammspieler? Stammspieler und ich bin nie ausgewechselt worden. Aha. Die ganzen 10 Jahre nicht. Ganz und bin ich auch nicht. Keine Krankheit oder Verletzung oder so? Ja, eine Knieverletzung hatte ich mal. Ja. Aber das war im Winter und dann haben die Berliner Spieler haben sich dann die Nocken von den Nockenschuhen, da waren dann so Lederschichten übereinander. Ja. Und das war genagelt. Oh. So, und dann hat der die Hacke nach hinten und ich rutsch da rein. Schön. Und hat das ganze Knie auf. Ja, meine Frau, die ist schlecht geworden. Da hat sie das denke ich an Lean, so ähnlich. Ja, ne? So ähnlich, ja, ja. So ähnlich. Aber nach 10 Tagen habe ich schon wieder gespielt. Ach was? Ja. Aber du warst da noch im Juniorenbereich, ne? Nee, das war. War das schon drüber? Das war drüber, ja, ja. Okay, ja. Aber ich dachte, in dem Bereich hast du, glaube ich, schon Nationalmannschaft gespielt, ne? Die Junior-Nationalmannschaft. Ja, genau. Da habe ich in der Türkei gespielt, in Liverpool gespielt. In gegen die Schweiz gespielt und noch irgend so ein Spiel da in Süddeutschland, irgendwo war das. Ja. Ja, da haben wir Juniorenländerspiele gemacht. Ne? Oh, schön. Wie viel hast du da gemacht? 5. 5? Ja. Gut, das zählt ja auch mit, ne? In der Karriere, ne? Ja, das zählt, ja. Aber Nationalspieler, kriegst kein Blumenpott. Ja, warum nicht? Ne? Zählen ja heute, heute auch noch. Ja, ja, ist richtig, ja. Jetzt kommt 1966, 67. Ja. Wenn ich dich da jetzt nach frage, weißt du, was ich damit meine? Ja, sicher. Dann bitte. Ja, sicher, ja, ja. 66, 67, das war unser Traumjahr. Ne? Also wir haben da alles weggeputzt, 66. Wir haben gegen die besten Klubs, gegen Dortmund hochgewonnen und wir haben gegen alle gewonnen. Und wir haben immer hinten zu Null gespielt. Wir hatten eine super Abwehr. Ja. Und dann hatten wir 2 neue Spieler. Hier Ulsas von Arminia Hannover. Ja.
Und der Erich Maas, den hatte Johansen mitgebracht aus Saarbrücken. Das war ein Flügelflitzer. Ja, und da haben wir eine Menge Tore gemacht und haben also so gut wie nie verloren, das ganze Saison. Und dadurch wurden wir mit großem Abstand wurden wir deutscher Meister. Großen Abstand? Wir haben großen Abstand, 10 Punkte Vorsprung. Ach was, ja. Das ist unglaublich. Ja. Kannst du noch mal ein paar Namen nennen aus der Meistermannschaft, die wir vielleicht geläufig sind? Ja, das war Wolter im Tor, Meier, Brase, Bese war Mannschaftsführer. Bese, ja. Karg war dabei als Vorstopper. Ja. Und Jürgen Moll war da und Gerwin war da und Ulsers war da und Dulz war da. Also, ach so, gut. Ja, alles bekannte, Namen. Bekannte Namen. Und alles zum Beispiel Auswahlspieler auch schon. Ne? Peter, kann mich gut erinnern, es gab doch mal ein Jahr oder eine kurze Zeit, da war Paul Breitner noch bei euch, ne? Ja, das war also nach meiner Zeit. Ach, nach deiner Zeit? Ja, im Jahr danach. Ach so. Und dann da haben wir ein Freundschaftsspiel in Segeberg gemacht und dann stand Breitner plötzlich vor mir. Ach was. Ich sag, was machst du denn hier? Ne? Ja. Ja, sagt er, ich spiele auch jetzt in Braunschweig. Ich sag, das wusste ich gar nicht. Ne? Ja. Aber ist er denn so viel jünger als du? Na, ein bisschen jünger ist er wohl. Ist er schon, ja, ja, ja. Und obwohl, der war ungeliebt in Braunschweig. Bei der Mannschaft und beim Publikum. Ungeliebt. Ja, ja, gut, aber, ja, ne? Gut. Ja, aber man kann sich auch anpassen. Ja, ne? Das verstehe also, ich hatte ja auch noch einen guten Kunden. Das war, der war Trainer bei Bayern, ja, der junge Mann. Der ist voriges Jahr aufgehört. Der spielte Borussia Mönchengladbach, der schon wieder. Gut, okay. Ich weiß auch, wie du meinst. Ja. Ja, den wollen sie ganz gerne wieder machen, das ist doch viel zu. Ja, ja, der ist schon zu alt, ja. Ich weiß schon. Jedenfalls, der war ja ein guter Mann. Ja, und der hat ja bei Bayern einen guten Trainerjob gemacht. Ja, ja, ja. Und bei Borussia Mönchengladbach, ich habe 3-mal gegen ihn gespielt, hat einmal ein Tor geschossen und das war ein Elfmeter. Und den traf ich dann immer auf der Sportmesse in München. Denn da trafen sich dann immer alle. Gerd Müller hat eine Stunde bei mir am Tisch gesessen. Ja. Und gegen den habe ich ja auch immer gespielt. Und da habe ich noch eine gute Geschichte. Da haben wir eine Ecke gerade bekommen und haben die Ecke erwartet. Und dann flog ein Ei mir ins Auge, Zuschauer, Batsch. Oh. Und da kam Gerd Müller und hat mit seinem Ellbogen hier, sein Trikot, hat er mir den Schrott aus den Augen gewischt. Gerd Müller, ja. Obwohl wir immer hier, zack, ne? Das hat er immer gesagt. Der Klopper aus dem Norden, hat er immer gesagt, so ähnlich. Ne? Ja. Jetzt kommen wir ja nochmal zu der Meisterschaft zurück. So. Meisterschaft 67. Ja, genau, richtig. Ja. Dann gab das ja damals noch keine Champions League, aber es gab ja auch internationale Spiele. Und welche internationalen Spiele waren das damals noch? Ja, wir hatten ja Juventus Turin als ausgeloster Gegner. Und wir hatten Rapid Wien. Also das waren auch Gruppen schon. Ja, ja, da waren schon genau drei wie Gruppen. Heute. Wie heute, ja. Ja. Und dann war Hin- und Rückspiel, ne? Ja, ja. Ja. Okay. Und wir haben im ersten Spiel, da war ich ja der König aller Reußen, da habe ich ja 2 Eigentore und ein 20-Meter-Tor geschossen. Ja, da wollte ich gerade nachfragen. Ja, du hast 3 Tore gegen Juventus. Ja, ja. Das ist ja unfassbar. Ja, ja, ja. Aber die haben mich angeschossen, gegen das Knie und gegen Oberschenkel und ist dann reingeprallt. Ne? Und das ist Eigentor. Ne? Aber du hast 3 Tore geschossen. Ja, ja, ja. Das also, stimmt ja irgendwie. Ja, ich habe aber nur das eine gezählt. 20-Meter-Schuss, Innenpfosten, Bomben. Ja. Das bleibt ja einem hängen. Genau. Das andere bleibt einem auch in den Klamotten hängen. Ja, das glaube ich gerne. Also da war ich wochenlang ein bisschen krank, weil ich nun derjenige war, der diese Bälle abgelenkt hat. Ne? Seid ihr dann weitergekommen in der Staffel oder weiter raus? Nee, wir haben 3-2 gewonnen zu Hause. Ja. Dann haben wir das Rückspiel in Turin gemacht. Und da hatten wir einen Spieler, den hat Johansen mitgebracht aus der Pfalz. Horst Berg hieß der, hat selten gespielt. Und dann haben wir durch einen 1-0 Elfmeter das Spiel verloren, weil Horst Berg 30 Meter hinter einen spanischen Spieler, hatten sie da verpflichtet, ist 30 Meter hinter dem hergelaufen und 2 Meter im Strafraum haut er ihn um. Ja. Da haben wir ihn aber fertig gemacht. Intelligent, er hätte 5 Meter eher ihn umhauen können. Er hätte den Elfmeter nicht gekriegt und dann hätten wir das Gegentor nicht gekriegt. Ne? Ja. Naja, aber ist egal. So ist es im Fußball. So ist das im Fußball. Ja. Und dann gab es ein drittes Spiel und zwar in der Schweiz im Stadion, wo Deutschland Weltmeister geworden ist. Aha. Ja. Und da hatten die extra einen Spieler
aus Köln, den die Kölner Garde verpflichtet haben, das war ein dänischer Nationalspieler, Außenstürmer. Ja. Und den haben sie dann kurzfristig verpflichtet und der hat uns dann einen reingehauen. Ne? Oh. Unser Verteidiger Walter Schmidt, der ein super guter Abwehrspieler war, der war ein Tick zu langsam und dann hat er uns den K.O. verpasst. Ne? Gut. So, und dann haben wir in der Runde vorher hatten wir den Rapid Wien. Ja. Da haben wir 0-1 verloren. Ulvers hatte einen Torwart, der hatte eine Schädelprellung und Blut und so weiter. Und dann haben wir 3-0 gewonnen im Rückspiel. Und dann waren die raus. Naja. So war es dann. So war es, ja. Das waren natürlich alles tolle Sachen für dich. Ja, ja, das war international super. Und dann in so einem Wettbewerb. Ne? Ja, und dann haben wir geflaxt. Wir haben ja viel geflaxt. Ne? Im Fußball erflaxen sie ja sowieso viel. Ne? So. Ja. Und dann haben wir in Braunschweig vor dem Anbau in der Tribüne, die war alles aus Holz und so weiter, und dann haben sie einen schönen Anbau gemacht da durch die Erfolge in der Bundesliga. Und dann haben wir immer geflaxt. In der nächsten Runde hätten wir Benfica Lissabon bekommen. Ja. Und Lissabon hat ja ein Marmorstadion. Ja. Die haben ja alles weiße und also ganz feudal alles. Ne? So, und dann haben wir gesagt, da sind wir schon eine Runde weiter. Wieso? Dann müsst ihr spielen. Ich sage, wenn die unsere Tribüne sehen, brechen die zusammen. Jetzt kommen wir zu einer etwas unangenehmen Angelegenheit. Ja. Frage: Peter Karg und Bundesliga-Skandale. Ja, also ich habe damit im Grunde nichts zu tun gehabt, weil ich war Beisitzer im Sportgericht. Ja. Und ein Spieler von Schalke wurde auch berufen. Und da habe ich einen Schiedsrichter gefragt, ich sage, wieso haben die mich ausgesucht? Ja. Dann hat der Schiedsrichter gesagt, sie haben jetzt in 7-8 Jahren Spielzeit keine gelben Karten, keine rote Karte. Und das war der Grund, warum man sich auf sie eingeschossen hat. Ach so. Und ich war nun Beisitzer da bei dem Sportgericht. Ach, und so das, und ich will da ja nun keine Überschriften machen, aber was da von sich gegangen ist, das war sowas von enttäuschend von den Offiziellen. Ja. Ne? Und dann haben sie zum Beispiel Manglitz vorgeladen. Der, der hatte wohl auch ein bisschen Geld gekriegt. Und der hatte einen Anwalt mitgebracht. Dann hat dann der Richter da gesagt, sind Sie in einem Sportverein? Den Anwalt gefragt. Nee, ja, dann fahren Sie mal nach Hause. Sie müssen schon in einem Sportverein sein, sonst haben Sie hier nichts zu melden. Auf was? Zack, weg. Dann ging das Telefon von unserem, wie ist der noch da, der im Flugzeug da entführt worden ist, aus Offenbach. Ach so, der Manager und Trainer. Der hat dann mit Ulsers telefoniert und das Telefonat haben sie, haben sie aufgenommen. Aha. Hat Ulsers zu dem gesagt, was ist es Ihnen wert, wenn ich gegen euch nicht mitspiele? Ja. Hat er Geld verlangt. Ja. So, und dann ist er sofort beurlaubt worden, einfach vom Gericht. Ja. Und dann ist er nachts noch nach Österreich gefahren und da konnten sie ihn nicht mehr belangen. Ach so, ja, nur, gut. Ja, okay. Anderer Fußballverband. War das eigentlich diese Schalke-Sache, ne? Damals? Schalke war auch dabei. Die haben auch gemuschelt, wie verrückt. Na ja, ne? Da waren sie doch auch aus der Liga. Ja, ne? angeblich auf Lebenszeit. Ja, ja. Aber nach 4 Wochen haben sie wieder gespielt. Ja. habt ihr eigentlich außer dieser Sache jetzt mit Juventus auch noch in anderen Pokalen mitgewirkt? Ja, es gab doch. In Braunschweig, meine ich? Ja, ja. Es gab den DFB-Pokal. Ja, ja. Da sind wir aber. Da sahen wir immer schlecht aus. Ja. Aber es gab noch einen anderen Pokal, das war der Intertoto Cup. Aha. Und zwar, das war zur Überbrückung der Sommerpause, konnten Mannschaften daran teilnehmen und die kriegten von der Lotto-Gesellschaft Geld bezahlt. Ach so. So, und da haben wir in Kopenhagen gespielt, wir haben in Göteborg gespielt, wir haben in Holland gespielt und dann mussten die Leute tippen und unser Verein hat dafür Geld gekriegt. Ne? Ach so. Ja. Ah, ja. Und wir mussten unseren Urlaub auf Büsum, da hatte ich eine Tante, die ein schickes Wohnung da hatte. Und das sind wir nach 5 Tagen, haben sie mich dann zurückgerufen. Du musst nach Braunschweig kommen, wir haben keine Spieler für diese Spiele. Da, ne? Ach, na, dann musste ich dann da wieder auflaufen. Ja, ne? Was soll's, ja. Ja, und dann war ich noch Zwischenhändler. Da war Johansen beteiligt auch. Das ist Zwischenhändler? Ja, das ist eine tolle Geschichte. Braunschweig ist ja ein Spargelgebiet. Ja. Und ich habe da so einen kleinen Amateurverein. Im Vorort von Braunschweig habe ich einmal die Woche mittwochs, da hatten wir frei, habe ich da Trainer gemacht. Ach so. Und die haben mich mit Spargel totgeschmissen. Die hatten Spargelfelder. Ne? So, und
Dann habe ich den Holsteiner Kartenrauschinken gekauft bei unserem in Willingrade, das heißt bei Kummerfeld. Und dann hat die haben geschmeckt wie verrückt. Und dann habe ich da mal zwei mitgebracht und dann haben sich die Spieler da überher gefallen. Und dann habe ich zuletzt 10 Stück immer mitbringen müssen. Ne? Und Johansen hörte auch dazu. Ja. Den Kartenrauschinken, da mochten sie nicht mehr drauf verzichten. Ne? Und der Braunschweiger Spargel, das war eine tolle Symbiose da. Ja, ne? Ja. Ja gut, war neben ich habe nur Geld benommen, Ich habe erst gedacht, du hättest da Spargel gestochen. Nee. Lieber gegessen. Lieber gegessen. Vielleicht, machen wir mal so einen Rückblick. Eintracht Braunschweig. Ja. Wie viele Spiele hast du gemacht, wie viele Tore geschossen? Außer Eigentoren. Ja, die zählen wir nicht mit. Nee, die zählen wir überhaupt nicht. Ja, also ich habe insgesamt 302 Bundesligaspiele gemacht. Und dann habe ich 129, ich habe das mal in meinen Büchern mal nachgezählt, ja. Hauptsächlich auf der Amerika-Reise. Da haben wir jeden dritten Tag gespielt. So, jetzt, da habe ich 129 Privatspiele noch gemacht. Aha. Und wir haben jeden Mittwoch, wenn irgendwie möglich, in den Nachbarstädten haben wir ein Freundschaftsspiel gemacht. Ja. Das war ja unser Umland. Und zum Dank, dass die uns immer besuchen, haben wir diese Freundschaftsspiele gemacht. Und da haben wir uns immer einen Gag gemacht. Wir haben von Nummer 1 bis Nummer 11 die Position ausgelobet. Also, ne? Ja. So wurde jetzt unser Torwart, Mittelläufer plötzlich. Und der linke Verteidiger war rechts aus und so weiter. Ne? Je nach Beleg, den er gezogen hatte. Ja, klar. Und der Trainer hat nichts gesagt. Ja. Wir haben zwar gegen die trotzdem gewonnen, die waren da nicht so gut. Ne? Aber immerhin, das hat Spaß gemacht und die haben den Spaß mitgemacht. Und das war die Hauptsache. Ja. Nee, Peter, wir machen jetzt mal Karriereende Braunschweig. Ja. Dann bist du wieder zurückgegangen in deine Heimat, nach Neumünster. Ja. Und hast dann auch bei Neumünster gespielt, bei VfR noch. Ja. Wie alt warst du da? Nicht mehr jung jedenfalls. Nee. Oder nicht mehr ganz so jung. Nee. Ich muss mal kurz überlegen. Ich bin also... weiß ich nicht mehr. Genau. Aber jedenfalls war ich über 30. Ja. So, richtig. Und dann habe ich... Dann habe ich bei VfR Neumünster angeheuert, weil man kann ja nicht als Profisportler von heute auf morgen nichts mehr machen. Ja. Ich habe nebenbei Tennis gespielt, ich habe nebenbei Golf gespielt, ich habe Fußball gespielt. Ich habe Fußballspiele gemacht für Uwe Seeler, für seine Stiftung. Ja. Für den NDR habe ich gespielt. Ja. Und also für jeden, wie hieß die noch da, die Scheel-Frau. Die hat dann Vietnamflüchtlinge da haben wir gespielt. Und da haben wir nie einen Pfennig für verlangt. Das haben wir immer gespendet. Ne? Das war aber jetzt VfR. Das war Übergang VfR, Braunschweig VfR. Ja. Da haben wir dann immer in Hamburg am Roten Baum haben wir dann die Spiele gemacht. Ja. Ne? Gut, okay. Ja. Wie das dann auch irgendwann mal zu Ende war, da bist du bei Adidas angefangen, ne? Ja, da bin ich bei Adidas angefangen. Aber das ergab sich dann durch Uwe und Willi Holdorf, oder? Nee, also Uwe war maßgeblich. Ach, Uwe, und ja. Zwar... Also wir reden jetzt von Uwe Seeler, jetzt muss ich nochmal einblenden. Ja. Und zwar hat die Firma Adidas das Programm geteilt. Ja. Also Uwe hat vorher ja Trainingsanzüge verkauft und Willi auch hier in Köln in der Zeit. Ja. Und da haben sie getrennt Hartware und Textil. Ja. Und ich habe ja in einer Industriefirma in Neumünster Textil im Grunde studiert oder so. Ne? Und da hat Uwe, das sollte das getrennt werden. Und da hat Uwe da angerufen bei der Geschäftsleitung bei Adidas und hat gesagt, ich habe hier einen, der ist Textilexperte, der hat da ein paar Jahre schon für Textil verkauft und gemacht. Mhm. Und dann schicken Sie mir den her, haben sie dann gleich gesagt. Ne? Ja. Und dann bin ich dann nach Herzogenaurach geflogen und habe den Job sofort gekriegt. Das ist ja toll. Ja. Wie lange war Adidas? Oh, 17 Jahre. 17, aber dann hast du nochmal gewechselt, dann warst du bei einer anderen Sportfirma. Da kann ich mich gut dran erinnern. Aber Sportbekleidung. Ja, Sportbekleidung.
Aber das war ein Ganove. Das war einer. Tatsächlich. Der hat. Da wollen wir den Namen auch nicht. Nee, der hat immer falsch abgerechnet und dann hat er reklamiert. Da haben sie einen Fehler gemacht, haben sie nicht angeboten und so weiter und so weiter. Ne? Ja. So, und da bin ich nach einem Dreivierteljahr wieder abgehauen. Ach so, ja. Gut. Ja. Jetzt hast du mir jetzt noch eine tolle Urkunde mitgebracht aus Südamerika. Ja. Die blenden wir doch gleich mal ein. Ja. Kannst du da mal ein paar Worte zu sagen, wie das überhaupt zustande gekommen ist? Ja, also Guatemala zum Beispiel. Guatemala, da war ein Mann aus Bremen. Ja. Der hatte Plantagen in Guatemala City. Und der hat Kaffeebohnen angepflanzt. Ja. So, und der hat immer nach Hamburg Kaffeebohnen verkauft. Ja. So, und dann kam das hin und her und dann hat der Hamburger mal gesagt, Mensch, wir können dich doch mal besuchen in Guatemala, ne? Ja. Und dann nimmst du ein paar Säcke, bringen wir gleich mit nach Hause dann, ne? So ähnlich, ne? Ja, das war natürlich nicht möglich, aber so, und dann, der hieß Ingo Haberland, hieß der. Und der hat dann uns eingeladen. Dann haben wir eine super Mannschaft gehabt. Das war eine deutsche Nationalmannschaft. Ja. Aber wir waren natürlich schon alle an die 50 ran. Na gut, okay. Ja, und dann haben wir gegen die Junioren-Auswahlmannschaft von Guatemala City 2 Spiele gemacht. 30.000 Zuschauer. Ui. Ja, und da haben wir 2-1 verloren, beide Spiele. Ja. Und Uwe haben sie noch halb kaputt geschlagen. Was haben wir auch dabei? Ja, Uwe Müller, Overath. Auf was? Tchaikovsky und das war eine A-Nationalmannschaft. Ne? Ja. Ja, und da haben wir dann 2 Spiele gemacht und dann sprach sich das rum, dass da eine deutsche Auswahlmannschaft hier verkehrt. Ja. Dann wollten die uns nach Bolivien holen und dann wollten sie uns nach in ein anderes Land noch holen. Und da war Krieg, Bürgerkrieg. Oh. Dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht jetzt. Nee, ne? Nee. Ja, und dann sind wir für Taschengeld gekriegt. Gut. Und dann haben wir eine tolle Reise, oder? Schön, ja, wunderbar, das wunderbar, ja, ganz toll. Peter, eine ganz spezielle Frage. Du hast ja, wie gesagt, lange Bundesliga gespielt. Was war für dich ein einfacher Gegenspieler und was war ein ganz schwerer? Ja, also in der Bundesliga sind die alle schwierig, ne? Ja, gut. Aber oder wen hast du im Griff gehabt? Sagen wir mal so. Ja, ich habe ja gegen Uwe gespielt und ich habe gegen Gerd Müller 5-6 Mal gespielt und dann Netzer habe ich gegen gespielt. Ja. Und immer hat der Trainer mich auf diese Spielmacher gehetzt, ja. Johansen. Ja. Ne? Schön drauf, schön an wie Socken und so, hat er immer gesagt. Ne? Ja. Ja. Und ich hab immer fair gespielt. Ne? Also ich bin nie verwarnt worden, nix. Ne? Auch hier Jupp Heynckes habe ich gespielt. Ne? Ja. Und der hat mich das war das, der uns vorne fehlte. Ja, fehlte. So, und Jupp Heynckes, der hat dann, bin ich dann vor ihm an den Ball und dann hat er mich am Hals hier zurückgezogen. Und dann habe ich mich losgerissen, dann hatte ich mit der Rückhand habe ich ihm die Nase blutig gehauen. Da hat der Schiedsrichter ihn verwarnt, nicht mich. Ja, der hat sich, Reflex. Weil ich mich losgerissen habe. Ja, Reflex. Ja. Nee. Nee, das war also alles in Ordnung. Alles gute Spiele. Ja, alles wunderbar. Gibt es, jetzt eine ganz, ganz schwierige Frage. Gibt es eine Begegnung, wo du sagen kannst, das war eigentlich das schönste Fußballspiel in meiner gesamten Zeit? Ja, wenn wir gewonnen haben, waren die immer schön. Ne? Das glaube ich sehr gerne. Ja. Ja, aber vielleicht ein attraktiver Gegner oder hoch gewonnen oder wie auch immer. Ich überlege gerade mal. Wir haben mal gespielt in Spanien. Granada oder wie das da hieß da oben. Ja, ja. Und da erinnere ich mich noch, da war ein dreistöckiges Tribünendach da. Ja. Riesen. Und dann war Nationaltorwart. Und da haben wir. Dann hatten sie einen schottischen Nationalspieler, Harpers hieß der, habe ich nicht vergessen. Den habe ich auch schön bearbeitet. Ja. Und da haben wir dann 3-0 gewonnen und das war sensationell. Die Spanier waren ja gut zu der Zeit. Ne? Ja. Ja, das war mal so ein Dings da mal. Ne? Okay. Peter, habt ihr Hobby oder keine Zeit oder gibt da nichts Besonderes? Ja, was wie Hobby? Heutzutage, ein Hobby. Irgendwie ein Hobby. Ja, also Hobby. Also ich habe. Deine Frau. Meine Frau, ja. Meine damalige Freundin. Ja. Ja. So. Ja, das ist auch eine lustige Geschichte. Ja. Ne? Wir hatten einen Reporter aus Hamburg. Aus Frese hieß der, Bildzeitung. Und der kam immer mit dem Zug
Er berichtete für Bremen, er berichtete für HSV und er berichtete Eintracht Braunschweig. Und da er gehört hatte, dass ich nach Neumünster fahre, meine Freundin besuchen will, da hat er gesagt, Mensch, Peter, hat er gesagt, kannst du mich mitnehmen? Ich sag, klar, kannst du mitkommen. Und dann kurz vor Hamburg sagte er, aber ich wohne in Geesthacht. Musste ich über Geesthacht da hinten rumfahren, ja, und ihn dann abliefern. Er war Hühnerzüchter. Ne? Oh. Ja, so. Ja. Aber er war ein Pfundskerl, war das, muss ich ja sagen. Ne? Und jedes Mal kam er dann, wann fährst du mal wieder nach Neumünster? Ne? So. Und das hat dann nochmal geklappt, ja, oder so, ja. War Hühnerzüchter. Ich habe ihn immer mitgenommen. Der hat er meinen Zigarettenanzünder weggenommen, ja, und hat dann so eine kleine Lampe reingebaut. Und dann hat er seinen Bericht geschrieben unterwegs. Auf was? Ja. Und einen Bericht habe ich im Koffer hier, ne? Ja. Vom Bauernhof zum Fußballstar. Ach was. Ja, das war sein Bericht. Ne? Ja, zeigen, ja, wir auch gleich nochmal. Ja, ja, gut. Jetzt war noch Tennisspielen, hatten wir schon. Ja. Da war auch mal eine besondere Sache. Du hast gegen jemanden ganz Bekannten gespielt. Ja. Und zu Gast war da auch ein Sieger eines Wimbledon-Spiels. Ja. Gut. Ja. Zeigen wir auch nochmal, ja, noch ganz kurz gleich ein Bild. Und hab ich ein großes Foto. Ja. Das war Cliff Drysdale, ja, Erfinder der doppelten Rückhand. Aha. Und dann war der Sieger im Doppel, der Champions-Sieger, ja, in Wimbledon. Ne? Okay. Ich weiß nicht, wie der hieß jetzt, aber habe ich auf dem Zettel stehen. Ne? Gut. Ich muss so viel Namen in meinem Kopf haben. Dass, ja, ja, das ist äußerst, ja, nicht so einfach. Ja. Hobby hatten wir. Jetzt kommen wir noch ganz kurz nochmal Urlaub. Wenn, wohin? Also ich weiß, ihr hattet mal ein Haus in Spanien, aber ja, das ist vorbei. Ne? Wir hatten, ja, das ist schon 10 Jahre vorbei. Zehn, ja, Jahre schon? Ja, ja. Oh, ja. Wir haben da ein deutsch-spanisches Ehepaar, ja, waren wir mit befreundet. Die haben uns auch geholfen beim Kauf. Da haben wir eine schöne Penthouse-Wohnung gehabt und haben, glaube ich, 10 Jahre haben wir die gehabt. Ja. Ne? Und das war La Manga, hieß das. Und La Manga war eine Halbinsel, die zog sich durch das Meer. Ja. Links war nicht so tief und rechts war, ja, das Meer und das, okay, das war wunderschön da. Ne? Ja, ja. Aber dann auf einmal passierte Folgendes, dass da dauernd Winde waren. Ja. Wenn wir kamen, da war die Terrasse so hoch mit rotem Sand aus Afrika bedeckt. Ja. Ne? Und das war unangenehm. Ne? Und dann haben wir gesagt, Mensch, ich glaube, wir müssen hier verschwinden. Ja, weg damit. Ja. Und dann haben wir auf Sylt eine Wohnung gekauft und das haben wir auch nicht lange durchbehalten. Auch nicht, nee. Na ja, gut. Ja. Und dann die Wohnung in Spanien, die haben wir in 3 Tagen verkauft. Ach was? Ja. Na gut. Ja. Angerufen. Da waren die Preise noch gut. Jetzt sind sie ja runter. Ja, nee, wir haben volles Geld gekriegt. Ja, dann, ne? Das ist ja gut. Ne? Dann so ein französisch-spanisches, ja, Ehepaar hat das, ja, sofort gekauft. Und die haben uns gar nicht mehr in die Wohnung gelassen. Ach was? Ja, die haben immer alles abkassiert, ja, alles, was da drin war. Ne? Haben wir gesagt, Lotter Cheat und dann weg damit. Ja. Jetzt wollte ich dich nach einem Highlight bzw. nach etwas Besonderem fragen. Ja. Aber das haben wir eigentlich schon vorweggenommen. Das war Südamerika, ne? Ja. Oder gibt es da noch etwas anderes, was dir einfällt, wo du sagst, ach Mensch, das war auch ganz toll. Ja, ja, wir waren ja, das war ja schlimm, wir waren ja deutscher Meister. Am Wochenende gespielt und Meisterschaft gefeiert. Ja. Und am Dienstag sind wir dann nach Amerika geflogen, schon gleich. Ach so. Und haben wir jeden dritten Tag spielen müssen. Aha. Drüben in Amerika. Und das war ja Luftfeuchtigkeit und Wärme und, ja, Fahrten und was, ja, weiß ich alles. Und das war also eine Belastung. Und da hat der Verein, also unser Verein, einen Fehler gemacht. Die haben vergessen zu sagen, dass immer die Meistermannschaft spielt. Weil die immer Geld dafür kriegten. Ach so, ja. Und dann hatten wir 4 Amateurspieler mit. Ja. Das wollten die, aber nicht sehen. Die wollten immer die Meistermannschaft, ja, sehen. Ja, ne? Ja, ja. Ja, und dann hat sich noch Erich Maas schwer verletzt. Ja. Und er hatte ein Loch im Spann und der fiel aus. Das war eine Riesenbelastung. Ne? Dann haben wir 3-mal Lodge gespielt von Polen. Ja. Und mit denen waren wir schon befreundet und zum Schluss haben sie dann unsere Fußballschuhe geschenkt bekommen, ach, als sie abgereist sind. Ja. Nee, das war toll. Dann haben, ja, wir Chelsea London da gehabt, ja, und dann haben wir auch mal auf dem Platz gespielt, wo die Baseballspieler, da ist dann so ein roter Grasrand da, so, ne? So, ja, ein, ja, Laufding, ja, da. Ne? Ja, ja. Dann haben wir da Fußball spielen müssen. Ja, ja. Naja, egal. Gut. Wir waren ja nur wie vom Derben. Ne? Ganz genau. Peter, schöne, ja, Geschichte. Ja. Jetzt haben wir endlich mal wieder einen Sportler gehabt, einen, ja, deutschen Meister. Ja.
Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bei mir warst. Ja. War ein tolles Gespräch. Vielen Dank. Wir kennen uns schon so lange und hatten uns aus den Augen verloren. Ja, irgendwie. Und jetzt haben wir haben noch gemeinsam noch ein Hallenfußballturnier hier in Kiel. Das haben wir. Und wir haben auch hinterher viele Fußballspiele gemeinsam bestritten. Ja, ja, ja. Immer auch für einen guten Zweck. Ja. Auch mit bekannten Leuten. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Es gab aber auch Spieler, die immer für einen guten Zweck spielten. Ne? Ganz genau. Peter, ganz herzlichen Dank nochmal. Ja, ich danke für auch. Dich alles, alles Gute. Ja, für dich Gesundheit auch. Ne? Und bleib so, wie du bist. Ja, ich versuche es. Versuch's einfach. Ne? Ich fühle mich fit. Ne? Mit 78 Jahren fühle ich mich fit und haben eine nette Frau. Was willst du mehr? Ja, unsere Tochter ist selbstständig hier in Kiel. Die ist Diplompsychologin. Und besser geht's nicht. Der hat einen niedlichen Hund. Der ist immer bei uns. Ja. Alles klar. So, meine Damen und Herren, das war jetzt Peter Karg. Ja. Fußballer. Auch Kaufmann, wie gesagt, was wir alles gehört haben. Jetzt muss ich ihm mal etwas erzählen. Und zwar am Freitag und am Samstag ist ja diese Sendung jetzt. Am Montag und am Dienstag, also wie gesagt, zwei Tage später gleich, haben wir Mandy Schmidt hier gehabt. Und zwar Mandy Schmidt ist Hörfunk, NDR, morgens von 5 bis um 10, eine ganz tolle Frau. Und dann am Wochenende geht es dann, wie gesagt, normal weiter. Da haben wir Uta Bonowski. Uta Bonowski ist die Honigdären. In Kiel. Habe ich vorher nie gewusst, aber es ist eine ganz tolle Frau, die macht Honig. Und die bringt so viele verschiedene Sorten. Muss man mal testen. Sorten mit, bringt sie auch mit. Hier verschiedene Sorten. Freue ich mich natürlich drauf. Und verkauft das auch in Kiel. Und wo sie das herstellt, das wird sie uns alles erzählen. Und bis dahin sage ich nochmal vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und freue mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder dabei sind. Und sag einfach Tschüss. Ja, tschüss.